Hallo und herzlich willkommen zum ersten Part von Let's Play Minecraft auf dem Multiplayer-Server Secret Craft. Das ist ein Root-Server, der 27 Stunden, 4 Tage die Woche online ist. Nein, natürlich nicht. Das heißt, er ist durchgehend offen. Er hat 150 Slots, wo immer eigentlich Platz drauf ist. Ich will aber nicht sagen, es sind zu wenig Spieler. Es sind immer so, also jetzt gerade sind es, glaube ich, knappe 70, 72, 75, 80 so drauf. Und ja, ich werde euch den Server erstmal mal vorstellen, weil ich den Server super finde. Aber da auch sehr lange Zeit dran gespielt, bis so die Community, also mit den Leuten, mit denen ich gezockt habe, die sind so ein bisschen abgebröckelt. Und dann habe ich langsam auch aufgehört bis jetzt. Und jetzt fange ich wieder so wirklich an. Und da hat mich das Event inspiriert, gerade weil ich kein VIP mehr habe und eigentlich sowieso nicht mehr spiele. Das Spiel also nicht mehr hier auf dem Server, insgesamt Server nicht mehr. Aber trotzdem, ich will einen Gefallen tun und ein paar Leute von YouTube sagten mir auch mal, ah, mach doch mal Let's Plays zu Minecraft. Und wie gesagt, ja, dann kommt mir gerade gelegen, okay, komm, mach mal. Also, ihr fangt hier an, ihr joint hier als Mitglied, dann könnt ihr hier so rüber sprinten. Habe ich was vergessen? Hier gibt es einmal so eine Tafel mit Teamspeak-Daten, Homepage, Restarts, wann die Restarts und so weiter sind. Hier gibt es nochmal eine Erklärung, welche Befehle, wie man was benutzen kann. Das mache ich jetzt aber, lese ich oder mache ich halt jetzt nicht, weil das einfach uninteressant ist. Ich würde jetzt gerne mal den Chat wegschalten, aber egal. Hier war, glaube ich, mal irgendwo ein Geheimgang, aber egal. Hier ist ein Schild, schreibe einen fordernden. Damit. Ah, okay, ja, das kläre ich gleich noch. Also, dann geht ihr als Gast. Hier, vergiss nicht, ohne Mitglied kann man nichts machen. Hier wird euch erklärt: Anweisung zur Freischaltung. Sonstige Informationen. Da bliblub. Und da seht ihr Willkommen auf Secret Craft. So werdet ihr dann ebenfalls begrüßt. Ihr müsst dann das Passwort in den Regeln auf der Homepage suchen. Und wenn ihr das dann habt, könnt ihr euch mit einem Befehl hier Apply Dings, also Lösungswort, dann eingeben. Dann seid ihr freigeschaltet. Dann seid ihr offiziell, bist du bereits M. Dann seid ihr Mitglied. Und habt zum Beispiel dann, könnt ihr zum Beispiel hier, was steht hier? Denkt immer an das Ausrufezeichen vor dem Satz. Nur so schreibt ihr im globalen Chat zum Beispiel Hallo Leute. Das funktioniert also, schreibe in, also wenn ihr ein, so zum Beispiel, das könnte ich jetzt abschicken, das, dies seht ihr, geht dann an alle. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht irgendwelche schlimmen Kommentare. Nein, ich bin nicht fast oder so, aber trotzdem. ja, ihr habt als Startguthaben, das weiß ich gar nicht mehr, weil es gibt hier Money, / Money. Da seht ihr euer Geld. Und, ja, wenn ihr kein Geld habt und halt, das werde ich aber noch anders erklären. Hier gibt es das Hotel. Das, da könnt ihr runtergehen, runter, 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 immer runter. Oh, jetzt lauf schneller. Ja, toll, ich habe nicht mehr Energie. Ja, toll, hier ist ein Huhn. Ja, super, egal. Kaboom. Das ist hier also das Hotel, dann gehen wir mal hier hin. Hier hatte ich, glaube ich, mal irgendwo ein Zimmer hier. Kopieren wir so. Komm, ein Schild. LOL. Naja. Hier, ne, ich brauche ein Zimmer, was nicht belegt ist. Das, oh nein, ich finde kein. Ja, ich glaube dann. Ja, hier. Free steht da halt. Ich könnte das jetzt hier mieten. Das hält dann 7 Tage. Ihr habt dann diese paar Quadratmeter, diese 6x3, ja. Habt ihr dann? Da könnt ihr dann eure Sachen lagern. Insgesamt mal Bett hinstellen und so, weil sonst könnt ihr nichts anderes machen. Also sonst, klar könnt ihr viele Sachen machen, nur ihr habt halt sonst keine Unterkunft. Ja, ich wollte es nochmal erwähnen. Ich hoffe, die Aufnahme funktioniert alles, sonst kriege ich, ja, hier gibt es nochmal irgendwelche Regeln und so. Findet ihr aber dann alles da. Ich werde die Daten einblenden. Nochmal zur Info. Hier können
nur Leute drauf, die das Spiel gekauft haben. Und ich beantworte keine Fragen von wo, ja, warum kann ich nicht drauf? Ich habe da irgendwie ein Problem von wegen, bla. Ja, das ist dann halt so. Wie viel Zeit? Ah, ich glaube, ich kann noch was reinmachen. Dann packen wir. Ich wollte, ich habe das mir da so eingeteilt. Hier das blaue, komische blaue Teil, das wir hier sehen, ist das Einkaufszentrum. Eine sehr. Ich kenne mich mit Minecraft so hintergründig nicht aus. Ich sag mal, das ist ein Plugin und so, ja. Weil hier gibt es halt wieder Anleitungen und so. Aber ihr könnt hier halt einen Shop kaufen, falls die noch frei sind zum Teil. Und dann steht hier der Preis bei. 32 Stück bekommt ihr dann. Und Smurf Bricks, oder wie der Tisch scheiße heißt. Oder hier, also Wolle. 64 für 3,4. Das könnt ihr halt alles auf dem Schild einstellen. Das ist ein bisschen complicated, wenn ihr das zum ersten Mal macht. Hier habe ich einen geilen Chunkfehler gehabt. Naja, ist mir eigentlich Schnuppe. Und zeige ich euch. Ich habe einen selber einen Shop. War jetzt halt lange Zeit nicht on und habe den gestern oder vorgestern erst wieder so geschrieben von wegen, hey, ich bin da, hallo, nicht löschen und so. Und hoffe jetzt, dass das alles. Lol. Hier. Aktiv, 31.3. läuft. Ach ja, ich habe vergessen, 31, am 31.3. hatte ich, weiß nicht, Jahrestag. Da war ich ein Jahr lang auf YouTube. Aktiv zwar nicht, aber ein Jahr auf YouTube. Ist mal eigentlich Schnuppe. Der da AFK ist. Sorry, Point, aber egal. Hier, X-Bamix, das ist hier halt Apple, die habe ich leer geräumt, als ich die mal verkaufen wollte, den Laden, aber da kam halt das Webinterface, aber das ist eine andere Geschichte. Und ja, ich werde jetzt einige Parts machen, das war halt der Anfangspart, kleine Vorstellung. Nächsten Part werde ich euch das System so vom wegen Geld oder Städten halt erklären, wird halt in mehreren Parts kommen, weil ich nicht weiß, wie groß die Aufnahmen sind und hinterher habe ich dann wieder 500 MB große Aufnahmen und bis ich die hochgeladen habe, ja, gute Nacht. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, gebt mir ein Like, abonniert mich, wenn ihr das nicht schon habt und klickt das nächste Let's Play. Tschüss.